Andrea is under threat. Are we gonna stand around here all night, or are we gonna take action, huh? I'm game if you are. Let's hit the road, partner. I got this little beauty back, so now I'm pretty much unstoppable. I'm not a child! So stop treating me like one! Oh dear, this doesn't feel safe at all. We'll soon have that patched up. Say hello to my enormous friend! We're in this together. If we face Mordigan, we face him as one. You do make it ever so easy. Time to show you what this old man can do! Come on, laddie. We've a date with destiny. Luminary, we swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Yep. We're all in this together. Show us what you've got. Let's do this. Lead on, darling. PS4 for the players. Monsters walk the land once more. Andrea is under threat. Are we gonna stand around here all night, or are we gonna take action, huh? I'm game if you are. Let's hit the road, partner. I got this little beauty back, so now I'm pretty much unstoppable. I'm not a child! So stop treating me like one! Oh dear, this doesn't feel safe at all. We'll soon have that patched up. Hello to my enormous friend! We're in this together. If we face Mordigan, we face him as one. You do make it ever so easy. Time to show you what this old man can do! Come on, laddie. We've a date with destiny. Bold luminary, we swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Yep. We're all in this together. Show us what you've got. Let's do this. Lead on, darling. PS4 for the players. Mm-hmm.
Monsters walk the land once more. Andrea is under threat. Are we gonna stand around here all night, or are we gonna take action, huh? I'm game if you are. Let's hit the road, partner. I got this little beauty back, so now I'm pretty much unstoppable. I'm not a child! So stop treating me like one! Oh dear, this doesn't feel safe at all. We'll soon have that patched up. My enormous friend! We're in this together. If we face Mordigan, we face him as one. You do make it ever so easy. Time to show you what this old man can do! Come on, laddie. We've a date with destiny. Bold luminary, we swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Yep. We're all in this together. Show us what you've got. Let's do this. Lead on, darling. PS4 for the players. Monsters walk the land once more. Andrea is under threat. Are we gonna stand around here all night, or are we gonna take action, huh? I'm game if you are. Let's hit the road, partner. I got this little beauty back, so now I'm pretty much unstoppable. I'm not a child! So stop treating me like one! Oh dear, this doesn't feel safe at all. We'll soon have that patched up. My enormous friend! We're in this together. If we face Mordigan, we face him as one. You do make it ever so easy. Time to show you what this old man can do! Come on, laddie. We've a date with destiny. Bold luminary, we swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Yep. We're all in this together. Show us what you've got. Let's do this. Lead on, darling. PS4 for the players.
Einen wunderschönen guten Abend. Haha. So. Ich glaube, dann wollen wir mal weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Starte gleich mal das Spiel und dann wollen wir mal schauen. Wollen wir mal dahin, da wo alles dann auch begangen. Zur Einführung werde ich das auch noch einmal vortragen. Nein, das muss ich nicht so mal sehen. Abenteuer fortsetzen. Die Suche nach dem Schillerzweig führt unsere Helden nach Zwistambul, wo sie an der Meisterschaft der maskierten Arena-Kämpfer teilnehmen. Sofa erringt den Sieg, doch bevor er seine Belohnung entgegennehmen kann, muss er sich auf die Jagd nach einer Kreatur namens Kranka Kanka machen. Wortspiel, Vorsicht. Nachdem er den abscheulichen Arachniden, jetzt habe ich das A übersehen, besiegt und seinen Kampfpartner Tom von dessen bösartigen Einfluss befreit hat, kann die Preisverleihung endlich fortgesetzt werden. Bevor die Preise überreicht werden, schlägt Tom einen Freundschaftskampf vor zwischen ihm und Sofa, um den Bewohnern Zwistambul zu zeigen, wie sich ihr Held ohne leistungssteigernde Substanzen schlägt. Zwar kassiert er eine spektakuläre Niederlage, doch die Leute sind alles andere als enttäuscht von ihm und jubeln ihm für seine Tapferkeit und sein publikumswirksames Auftreten zu. Als sich die Zeremonie dem Ende zuneigt, wird es Zeit, dass Sofa den Schillerzweig verliehen bekommt. Doch der Preis, nach dem er so lange gesucht hat, ist irgendwo zu sehen. Nirgendwo zu sehen. Er wurde gestohlen. An seiner Stelle liegt die Maske eines gewissen beleibten älteren Herrn, so wie ein Brief, in dem steht, dass unser Held seine Belohnung nur dann erhält, wenn er in seine frühere Heimat Eschenburg zurückkehrt. Und das ist der Stand der Dinge, wo wir stehen geblieben sind. Somit geht das dementsprechend weiter. Sehe ich eigentlich auch über meinen Geldbestand? Okay, das Reden, die Dings wollte ich einmal ausprobieren. Ja, doch, kann ich tatsächlich auswechseln.
Gut. Dann würde ich mal sagen, ich kann doch teleportieren. Muss ich da nicht hinlaufen? Oder auch nicht. Ich könnte rein theoretisch so herbergen. Aber ich kann nicht dort mich hin teleportieren. Schade. Aber ich kann mich wenigstens dorthin teleportieren. Durch mit dem Schiff fahren kann. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Condoria. Wieso kann ich mich da nicht hin teleportieren lassen? Dann schauen wir mal. Was kann mir welche Richtung? Ist ja kacke. Gehen wir nach Westen. Okay, dann fange ich nochmal
uns nochmal dahin. Und werde dann einfach mal so nach Westen marschieren. Umland von Ashenbrook. Ja, ich bin auch blöd. Natürlich, das ist doch hier alles. Da unten ist der Riesen, sind die Ruinen. Wort von blöd. Ausgelassene Fremd schon wieder. Ja, ist nicht viel, ne? 1,1%, 831, das geht. So. Ja. Kämpfen! Ping, ping. Wonderful. Yo. Okay, ich kenne damit sogar von fern noch. Oh, zwei Schatztruhen. Seidenblüte und kurze Hose. Did I do all right?
relativ gut. Oh, wieder eine Schatztruhe. Wird ja immer mehr. Oh, krass. Regen. Gucken. Was man so schmieden kann. Schlag mit doppelter Stärke, okay. Okay, da fehlt mir was. Bumerang auch nicht. So, das Seiten ist im Besitz, okay, ja dann. Da fehlt mir einiges. Goldring könnte man machen. Nicht für mich, weil ich habe ja dieses Erholungsdings drauf. Weil das eigentlich auch passt, ja. Live bräuchte ich rein theoretisch nicht, aber ein bisschen, ja, muss man gucken.
2. Okay. Dann geht's mal weiter. Ein bisschen Augen aufmachen. Was hast du denn? Ein Vogel mit einem... Sogar mehr live in der Geschichte. Another one bites. So, auf geht's. Die Ruinen. So this is Dundrasil. I'd heard the rumors about what happened here, but still, I never expected this. To think that not so very long ago, this was one of the world's great cities, and that it was reduced to rubble in a single night. A king and queen murdered by monsters. The princess of Heliodor too. The poor thing was only visiting. But I don't need to tell you this. They were your parents after all. So where's the old guy from the tournament anyway? And why'd he drag us all the way out here? Look, those torches are lit. He must be in there somewhere waiting for us. Was ist das denn da für ein Monster? Das nehmen wir mal mit. Das gibt doch auch Erfahrungspunkte. Grüne Drache. Grüne? Heißt das nicht grüner dann? Grüne Drache. Volle Übersetzung. Yeah.
Vanmo takes the stage! Greift auch doppelt an, das ist ja auch echt heftig und gemein. Ganz kurz mal nur zurück. Ich glaube, hier gibt es keinen, den. Keine Gruppenglieder, nur auf den komischen Orten da wieder belegen. Kann ich immer bei ihr machen. Das ist auch noch Geld. Schwert einmal zurücksetzen. Zeugt eine heilige Aura, die dafür sorgt, dass schwächere Monster die Gruppe meiden. Kräftigen Preis, okay. Braucht allerdings 25. Oh, nur 4 Punkte über. So.
Ups. So, na gut. Das sieht ja schon mal gut aus. Das ist ja irgendwas zum Holen. Gehen wir nach oben. Klettern. Da ist der Typ ja. So, you made it at last. Is it just you? Where's your friend, the girl? She has duties to attend to. She'll be glad you came, though, as am I. It's not like we had much choice. Now, where's the rain bow? We need it. Oh, you do, do you? I suppose that's because your pal hears the Luminary. Wait. How could you? I thought you died years back, laddie. When I saw that mark in your hand at the tournament, my heart skipped more than a few beats, let me tell you. Now, come along. There's something I want to show you. If you'll indulge an old man for a wee while. Ja, das war, glaube ich, was er mit Geduld meint. So langsam wie er läuft. Kannst du auch schneller gehen, rennen oder so irgendwas, was mit deinem beide Beinen machst irgendwie, so schnell und so. Aye, this place brings back some memories, sure enough. Look. Are you going to tell us who you are, or what? I'd already given up most of my duties by then. I spent most of my days in the city enjoying my retirement. Oh, we had us some fun. And then the monsters came. And I lost everything. When I was your age, laddie, this was one of the finest cities you could ever hope to see. And look at it now. Ach, just listen to me blethering on. I was going to show you something, wasn't I? Come on.
Is this somebody's grave? Aye. This is where the King and Queen of Dundrasil are buried. You mean... I do. This is your parents' grave, laddie. The grave of my daughter and son-in-law. Wait, but that would mean... you're his grandfather. These two fine young souls died, and I survived. I came to believe there must have been a reason for that. That someone had a purpose in mind for me. So I set out to learn why Dundrasil was destroyed. I've been on the road ever since. I've uncovered some of the truth on my travels. It was King Carnelian, you see. He changed. He once believed in the power of the Luminary more than any of us. But he became convinced that you were evil. That you were the Darkspawn. Oh, he's not a man I knew any longer. Folks say he blames you for everything, even the death of his daughter. How could you, old friend? There's something behind it all. The fall of Dundrasil, the change in my old comrade. I promise you, I will find out the truth. Your boy. You're alive, laddie. Against all the odds, and now you're home. You've no idea how many times I've dreamed of this day. I never thought it would actually come. Now, will you humor an old man a while longer? There's an old royal ritual, you see. It's to send the souls of the departed to a better place. There's an altar up in the hill behind the castle. I'll be waiting for you there. Läuft mir zu langsam, der Typ. Gucken wir uns mal die Hasen an. Hoppel, hoppel, hoppel. Hoppel, hoppel, hoppel.
Kiste nicht schon vorlaufen? Was ist nämlich da hinten? Ja, klappt doch. Everything's ready. Thank you, Princess. It looks just perfect. Wait, you don't mean... Abend, Husumalandrat. If the rest of you wouldn't mind standing back here with me, only members of the Dracilian royal family may perform the ritual. How come he called you princess? Are you? Quiet now. The ritual is about to begin. Ritual. You just follow my lead. All right, laddie. The souls of those who depart this life must all return to Yggdrasil. One life for each leaf of the great world tree. But those taken by monsters cannot return of their own accord. So our ancestors devised a ritual to send them on their way. The smoke guides them back to where they belong, to Yggdrasil's bosom. Each butterfly is a lost soul, and now they can all be at peace. Das sind aber ganz schön viele. Oh ja, echt viele. Die in vain, Eleanor. You saved your boy and the princess. It was a noble sacrifice you made. Thank you, my beautiful girl. And goodbye. I hope you don't mind me asking, but your mother didn't leave you anything, did she? Ein Abschiedsbrief der Königin. Oh no. She didn't, did she? So this letter's why you went to see King Carnelian, eh? If only she'd known. I'm sorry, laddie, you've been through so much. But I suppose if you'd not set out for Heliodor, the journey would never have led you to me, eh? Oh, Eleanor. Weißt du, dass es Spoiler für dich ist, wenn du nicht so weit bist, ne? Sorry, Laria.
Bist schon weiter? Ah, okay. Das heißt, du wolltest heute nicht spoilern. Ah, verstehe. So, was soll ich denn? Verlass den Altar und geh dem Altar und geh den Pfad wieder runter. Na gut. Hallo? Hallo? Nochmal hallo? Lady Eleanor. Who's there? Spielst du eigentlich mit deutscher Übersetzung? You weren't supposed to see that. I was just thinking about Lady Eleanor. Why don't we take a little walk? Ja, ist dir ja aber auch aufgefallen, dass sie im Englischen teilweise ganz andere Namen haben, ne? My mother was a rather sickly soul by all accounts. She died not long after I was born. So in a sense, Lady Eleanor was the only real mother I ever knew. She used to read me stories. Take me flower picking. You can imagine how happy I was when I heard she was having a baby. I couldn't wait to meet my little brother. Ja, es hat immer die deutsche Übersetzung halt. Naja. You know, it was raining like this the last time I ever saw her. I can't believe how much time has passed since then. Man sieht bei meinem Fernseher das nicht so flüssig aus, als ob das so wie bei meinem Pizza auf dem Ding ist. Aber ist doch flüssig eigentlich, ne? Aber mein Fernseher sieht immer sehr komisch aus. Keine Ahnung Wait, warum. Up there. Ja, ne, richtig. Ja, manchmal kann das auch mal ein bisschen unterbrechen, kurz oder sowas, weil ich habe hier manchmal ausgelassene Frames, kommt manchmal zustande wegen der Verbindung zu Twitch-Server und irgendwie nicht mehr so stabil wie sonst. Aber 0,9% bei einer Stunde, drei, es geht. 0,9. Das ist nur ein kleiner Hups. So, suchen und es gibt königliche Soldaten als Suchtrupp. Heliodor. Come on. We need to get back. Okay, jetzt suchen die den ja, oder? Immer noch. So, kehrt zurück zum Altar. Da könnt ihr euch entscheiden. Lass mal. Ich habe auch nur so 30, wenn er dazwischen liegt, bei 30% CPU-Auslastung. Plus Stream, 60 FPS und so. Wobei der teilweise bei 43 ist, aber. Vom Stream jetzt her. No sign of him either. Blast! They must have gone away. Ja, wir sind entkommen. It's him! Was? Wo? Wie was? Oh. He's over here! The Darkspawn is over here! Ja. Oh, for goodness sake. Uh-oh. What shall we do with the girl? Sir Hendrik's orders were to bring the Darkspawn back alive. Lebenssucht. He never said anything about anyone foolish enough to side with him. Okay. Just you try it. Oh,
I can't be expected to take her on alone. Sir Hendrik! Ja, lauf. We'll head around the mountain and meet up with the others before he gets back. Darkspawn! There is nowhere left to run. You are a slippery one, I will give you that. I had not thought you would make it this far after I picked up your scent in Octagonia. Die Situation kenne ich irgendwo her. Men, the Darkspawn is mine. Deal with the girl. Forward! Nö, ne? Okay. Das ist nicht so ein Kampf, was ich jetzt gedacht hätte. This is all the dreaded child of darkness can muster. Pathetic! Zwistanbul, ja. You will evade me no longer, Darkspawn. The chase ends here. Princess Jade? Surely not. No! Hold on! Princess! Wieder ausgelassene Frames, wie ich sehe, aber noch nicht. I won't let you go again. Ja, manchmal ist die zum Server hin die Verbindung immer ein bisschen manchmal instabil. Aber eigentlich habe ich schon den besten ausgesucht. Teste ja vorher. So. Wir sind im Umland von Eschenburg in einer Hütte. Dann gehen wir doch mal raus. Oh ja, jetzt habe ich auch deutliche Fremdsprünge. Oh good, you're awake. Oh, Stream nur mit 1500, das ist nicht gut. I'm soaked through. Let's get warmed up, shall we? Also es könnte jetzt lecken. I'm glad I caught you. I couldn't have forgiven myself if it happened again. I suppose Rab must have told you about your mother, that she sacrificed herself to save you and a princess of Heliodor.
Ja, in letzter Zeit sind die Server zwischendurch mal etwas instabil. I was that princess. Your mother saved my life. That night, the night Dandrasil fell, we ran from the castle, but she handed you to me and distracted them for long enough for us to get away. She died to save us. But even though she trusted me with you, I was too weak and stupid to... I fell in the river and... I let you go. I can't tell you how many times I've wished that it was you Rab fished out of there and not me. After he found me, we headed back to Heliodor. We thought my father might help us to find you. But when we got there, we found out he was telling people I'd been killed by the Luminary. He was trying to make people believe awful things about you. Rab was convinced that he wasn't in his right mind, that someone must be controlling him. So we set out together to find out who and why. Spinnenboss, ganz gut eigentlich. Ich musste... Es ist, glaube ich, keiner totgegangen. Oder doch, weiß ich gar nicht. Doch, einen musste wieder belebt werden, glaube ich. Die 50-50 Chance, ne? Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ging ganz gut. Also ich glaube beim ersten Mal aber auch geschafft. Also. Ich hasse diese Einbrüche mit der Verbindung. Das ist schon 2,8% an ausgelassenen Frames. Looks like the rain's dying down. We should head back to Dandrasil. Passiert, wenn ich dann, wenn das runtergeht, plötzlich auf 2,7 oder sowas, Kbit Sekunde. Ich streame normalerweise 5,5 Kbit Sekunde. Das macht sich dann schon bemerkbar. So. Geh zurück zu den Ruinen von Eschenburg und gesell dich zum Rest der Gruppe immer noch. Also kommt nichts Stärkeres mehr dann? Keine Herausforderung? Ja, welcher sehen? Ja, was bist du denn? Kann man dich töten? Wir mal gucken. Ach shit, ich bin zu zweit. Aber 3,5% ausgelassene Frames, das ist ein bisschen sehr viel, finde ich. Gegenüber den letzten Tagen lag ich gerade bei 1, oder so, aber naja, gut. Ich sag ja Twitch-Server. Hast du das? So, I was right. I had suspected it would take more than a mere fall to put pay to the Darkspawn. Sir Hendrik.
really have been so many years since that fateful night, Princess. To see you alive and well, you cannot imagine how much this pleases me. But should you choose to continue to side with the Child of Darkness, you may not live for much longer. Look, I know how you feel about duty, Hendrik. How could I forget? You don't understand how important this is. Please, you have to let us go. You would ask a sworn knight of Heliodor to disobey the orders of his king? You have been away from home too long, girl. Not long enough for the years to have changed you. Still loyal to a fault. I wish it didn't have to come to this. Instabil. Verbindung, das ist echt ätzend. Ich hoffe, das merkt man nicht zu doll. Ah, doch, kleine Lex, ne? But it has. Impressive, Princess. The spirited young girl of old has grown into quite the warrior maiden. Oh, please. I'm not a child anymore. It'll take more than a pat on the head to distract me. Take to convince you that I am deadly serious. That if you stand on the side of the Darkspawn, I will have no choice but to destroy you. Yeah. Patrick. Ja, da merkt man das mehr, weil das wegen dem Frames mehr pro Sekunde sind. Das ist echt ätzend. 4,4% ausgelassene Frames. Das sind 12.277 ausgelassene Frames. Nur weil die Verbindung sowas von runter geht, auf 2,8 teilweise. Ich hasse das mit den Servern, dass sie nicht mehr so stabil sind. Princess. So, das nervt nämlich. I'm sorry. Get on. Now hold on tight. Princess, what have you become? Weiß nicht, aber kann da großartig? Alter Schwede, ich muss gucken gleich, ob ich einen anderen Server finde, der stabiler ist. Im Endeffekt hast du ja nur die Anzeige. Ah ne, das ist falsch. Grafikoptionen. Bildnachverarbeitungsqualität könnte man runterstellen. Das hat ja auch was mit der Quali zu tun. Schattenqualität könnte man runterstellen. Vielleicht auch die FPS. Hätte ich eigentlich auch machen können. Begrenzen und dann könnte ich auch mit 60 streamen. Ja, mit 30. Vertikal synchron, das muss man nicht unbedingt. Also im Endeffekt Schatten geht meistens auf Grafikkarte und Bildbearbeitung. Anti-Aliasing-Qualität könnte man auch ein bisschen runterstellen. Ich will ganz kurz mal gucken,
den Band den Test hier ganz kurz durchlaufen lassen. Warum hier der Server so extrem? Jetzt gucken wir mal Bandbreit-Testing. Ja, er hat eine RTT von 94 Millisekunden. Mal gucken, was die Quali sagt. Ich bin auf dem Amsterdam-Server. Oh! Die Quali sagt fehlgeschlagen beim Quarte. Ach du Kacke. Und das stimmt mit dem Amsterdam-Server nicht. Jetzt probiere ich gerade mal Frankfurt. Gucken, was dann passiert. Auch fehlgeschlagen. Ist das jetzt, weil ich streame oder weil es tatsächlich Probleme gibt? Es fehlt alles Fehlschlag. Ja, die Server sind in letzter Zeit nicht mehr so stabil. Deshalb der Schwung meistens nach unten. 1800 gerade KPS, gerade ganz kurz wieder. Unterbreche mal ganz kurz mal den Stream und lasse den Test nochmal durchlaufen. Bin mal gleich wieder da, okay?